Heute wieder mal ein neues Video. Ein alter Bekannter, würde ich jetzt fast sagen, der RS4B5. Jeder wird sich jetzt denken, hat er doch schon ein paar Videos gemacht für dem Auto, das ist richtig, hat er. Aber jetzt haben wir da ganz was Neues. Weltneuheit würde ich das fast mal betiteln, so wie man es eigentlich beim RS3 von meiner Tochter damals auch als allererstes mal so in Angriff genommen hatten. Sprich, wir haben hier ein Variante 3 Clubsport von uns verbaut in dem Fahrzeug. Das Auto steht ja schon länger bei uns, also jeder, der uns auf Instagram folgt, weiß auch, dass das Auto schon öfter mal im Hintergrund gestanden ist. Und was lange währt, wird endlich gut und das ist jetzt der Fall. Das heißt, das Fahrzeug war geplant, dass das hier ein V3 Clubsport bekommt mit HLS. So weit, so gut. Da denkt sich jeder, ja, habe ich auch vielleicht verbaut im RS4B5, das ist richtig. Allerdings, bei der Variante handelt es sich darum, wenn man jetzt dieses Fahrzeug startet und losfährt, ab einem Geschwindigkeitssignal von 2 km/h, das heißt, der Reifen macht eine halbe Umdrehung, merkt das Auto, bekommt ein Signal, die Pumpe, und das Auto hebt an. Sprich, ich kann das euch jetzt kurz mal demonstrieren, dass wir auch sehen, um was das es geht. Ich mache nicht das Tor auf und fahre auch nicht gegen das Tor, sondern ich gebe kurz mal Gas und fahre mal nach vorne. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie das Auto nach oben geht. Das würde ich jetzt als allererstes mal demonstrieren. Und vor allem, das ist jetzt der Standpunkt, was ich euch noch sagen wollte. So ist der Stand, das Fahrzeug ist abgelegt und hat auch nicht abgesenkt die Bodenfreiheit. Und das ist ganz neu, das hat nämlich jetzt so TÜV, das heißt, das Fahrzeug kann nur oben bewegt werden und im Fahrmodus nicht abgelassen werden, nur im Parkmodus. Und da haben wir eine Bestätigung von KW bekommen, auch für die Fahrzeuge mit Fahrgestellnummer und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt für den RS3 8Y im Programm und für den RS4 B5. Vorzugsweise muss das Fahrzeug aber serienmäßig ein Navigationssystem haben, weil wir dieses Signal vom Navigationssystem genommen haben, wenn das jemand haben möchte. Man kann natürlich auch das Ganze mit Fernbedienung und Knopf auch betätigen, aber so würde ich jetzt machen. Wenn ich losfahre, würde ich auf alle Fälle das HLS selbst hochlassen und dann losfahren. Ne? So. So sieht das aus. Angehoben. Ich bin schnell weggefahren, aber wenn ich da langsam, ich muss ja schnell Geschwindigkeit aufbauen. Aber wenn ich da jetzt langsam losrolle, dann fahre ich wirklich noch gegen das Tor. Also, so sieht das dann angehoben aus. Jetzt geht er natürlich wieder runter, weil ich die Zündung ausgemacht habe. Aber wir können euch das gerne nochmal vorführen, auch mit unserer Fernbedienung, wie das angehoben aussieht. Weil, wie gesagt, haben trotzdem die Möglichkeit, das Ganze hier per Fernbedienung zu steuern. Und die heben ja richtig gut, diese Plattform, das ist ja bekannt. Das heißt, hier sind die flachen Zylinder verbaut, hinten wie vorne. Und wir könnten normalerweise auch noch hohe Zylinder verbauen, aber wo hebt das Auto hin? Man sieht jetzt, wir sind normal felgenhornbündig, das Auto hebt hier 45 mm. Wenn wir die anderen Zylinder auch noch einbauen, das ist ein Allroad. Also das ist wirklich bei der Plattform megamäßig, was geht. Aber halt natürlich ist das jetzt, finde ich, die ideale Lösung, wie das dann aussieht von dem her. Ja, ich habe es wieder runtergelassen, weil wie gesagt, ich finde es unten schöner, von daher. Die Lösung bei der Geschichte ist natürlich jetzt, da haben wir für alle, die wo zuerst immer gesagt haben, ja, was bringt mir HLS, wenn ich nur abgelassen auch die Bodenfreiheit haben muss. Das ist jetzt in diesem Falle nicht mehr nötig. Hier kann man das genau so verbauen. Und weil halt diese Sache so gegeben ist, dass das Auto nur angehoben quasi bewegbar ist. Das ist genauso wie es vom RS3 ist von meiner Tochter. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen so nachziehen, nach und nach. Wir haben auch schon die Anfrage für RS3 8V. Da werden wir auch noch ein Fahrzeug zu KW bringen, die wo uns dann dieses Signal für die Campus oder je nachdem, wo wir das abzwecken, wie man so schön sagen, oder
abgreifen, dann irgendwie hinkriegen, dass das genau so wieder funktioniert. Und dann können wir das Ganze auch eintragen. Genau. Vom dem her, vom Verbau her ist es ganz normal, wie bei den anderen Fahrzeugen auch. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Also wir verbauen natürlich das Ganze eben im Kofferraum, ist logisch. Hier haben wir natürlich auch ein Fahrzeug, das sehr speziell ist. Wir haben hier einen British Racing Grünen RS4 B5. Hier befindet sich die ganze Pumpe. Wir haben jetzt nur mal das Kabel mit dem Schalter und mit diesem Summer. Hier haben wir auch einen Summer dran bei der Geschichte. Das heißt nämlich, hier gibt es einen Warnton, wenn das Auto sich absenkt während der Fahrt. Und du kannst natürlich auch hier mit den Knöpfchen betätigen, sobald die Zündung an ist. Das geht nur mit Zündung an bei der Geschichte, weil wir es nicht aufs Dauerplus gelegt haben. Deswegen geht das Auto auch sofort wieder nach unten und bleibt auch unten stehen. Wir haben das jetzt hier so reingelegt, weil wir nicht wissen, wo der Kunde mit dem Kabel hin will. Das Auto hat erst 67.000 Kilometer runter. Wie gesagt, British Racing Green in RS4 B5 ist mit der Kilometeranzahl und so weiter und so fort, würde ich fast sagen, Goldstaub. Ne? Also richtig, richtig teure Nummer. Wir werden das Auto morgen noch ein bisschen reinigen. Ich habe heute schon mal grob gewaschen, aber der wird definitiv noch ausgesaugt von uns. Ich habe das Kennzeichen jetzt abgedeckt. Geht ja keinem was an, was drunter ist. Von daher, wir haben alles eingetragen. Auch zusätzlich wurden hier von uns BBS Le Mans verbaut. 9,5x20, nicht 10x20, sondern 9,5er. Kriegen wir auch ganz normal geliefert, auch mit TÜV-Gutachten. Haben wir auch ein TÜV-Gutachten in 9,5, also nicht in 10, sondern 9,5. Hier ist ein 265 25 20 Hankook verbaut. Würde ich jetzt so nicht empfehlen. Ich bin eher der Freund von Michelin Pilot Sport mittlerweile, weil den Michelin Pilot Sport gibt es auch in 255 30. Ob ich jetzt 265 25 oder 255 30, bin ich natürlich eher bei Michelin. Vom Ziehen her sieht das ähnlich aus. Der Reifen steht nicht so flach drauf, ist zwar, man meint flacher, aber durch das, dass der Reifen ein bisschen schmäler ist, wirkt er dann auch wieder ein bisschen mehr mit Stretch. Bremsentechnisch hier verbaut, vorne 380, hinten 365, vorne mit einem schönen 6-Kolben-Sattel und hinten mit einem 4-Kolben-Sattel, aus separaten Handbremssattel natürlich auch dementsprechend verbaut, zweiteiliges Bremsscheibensystem mit Adapter und allem drum und dran, was ihr bei uns erwerben könnt. Der Kunde hat in diesem Fall die Bremssättel in schwarz gewählt, wollte RS-Logos drauf haben, ist natürlich alles in Wunschfarbe, Wunschlogo und so weiter realisierbar. Solange wir das alles noch eintragen können und alles noch so bekommen, ist das bei uns möglich. Also wie gesagt, einmal rundum Sorglos-Paket sozusagen, gepfeffert V3, Clubsport mit dem HLS4-Kit mit 2 km/h Anhebung und tief parken. Bremsanlage, vorne, hinten Upgrade mit zweiteiligem Bremsscheibensystem, BBS Le Mans, 9,5x20 mit 265, 30, 20 und alles getüft natürlich. Genau, so sieht's aus. Das Auto stand schon letztes Jahr bei uns, glaube ich, ne? Also war vor Weihnachten schon bei uns. Und jetzt haben wir den 23. April, warum weiß ich das so genau? Weil das Datum 25 Jahre gepfeffert am 23. Juni ist, also das sind noch genau den Tag, wo wir heute das Video drehen, noch 2 Monate. Also sprich, aktuell könnt ihr unsere Klamotten für das 25 Jahre 25 Anniversary bei uns im Shop ganz normal schon kaufen. So in diesem Stone Wash, auch in Oversize. Ich habe heute normale Klamotten an. Man sieht es, ja, es funktioniert wieder mal, dass ich auch nicht Oversize anhabe. Caps haben wir auch noch ein paar übrig. Die sind zwar nicht mehr im Shop, weil diese haben wir nur am Wörthersee dabei. Da geht es zu uns. In 2,5 Wochen sind wir schon am Wörthersee. Sprich, wir sind vom 9. bis zum 11.5. am Wörthersee zugange und natürlich 9. bis 12. Und am 11. haben wir unser Treffen in Arneitz am Fackersee, unser eigenes Gepfeffertreffen. Und da haben wir natürlich für euch Caps dabei, ein paar Klamotten dabei, was wir da haben, ein paar Fahnen und so weiter und Sonnenbrillen und Duftbäume und alles Mögliche am Start. Haben wir ein schönes Pavillon uns geholt, wieder ein neues, nochmal zusätzlich. Wir haben jetzt mittlerweile schon 3 große und ein kleines. Und werden für euch dort auch für Rat und Tat natürlich zur Verfügung stehen. Ja, das waren jetzt diese ganzen Datums und ganzen Geschichten, was demnächst anstehen. Ich habe ja schon öfter gesagt, was heuer noch alles geplant ist. Und das lasst, wenn ihr unsere Videos anguckt und natürlich auch abonniert habt, werdet ihr wahrscheinlich schon die einen oder anderen Hotels gebucht haben, dass ihr wisst, wo ihr dann über Nacht bleibt. Ja, okay.
das war's von heute, von diesem schönen Fahrzeug, vom British Racing Green RS4. Ich sage immer Green, weil ich das in letzter Zeit schönen Fahrzeug. Ich bin verliebt, muss ich fast schon sagen. Ich habe schon gleich wieder mal gegoogelt und mal beziehungsweise Immobilien geschaut, wo sich so RS4 bis 5 aktuell bewegen. Ja, gut. Silberne und schwarze gibt es viele, habe ich gesehen. Und, aber rot und blau und gelb und so, ei, das tut schon weh. Das tut schon weh. Also aktuell nicht drin, sagen wir es mal so. Aber wenn ich mal die Garage groß genug habe und ein bisschen Geld auf der Seite habe, würde ich mich vielleicht nochmal zu so einem Fahrzeug bewegen. Also, macht es gut. Hat mich gefreut. Schönen Sonntag. Servus, Sabadere.